ganz gute Erinnerung an meine Juniorenzeit. Das war eine liebende Erinnerung mit Freundschaften, die bis heute bestehen. Und die ersten Jahre, wo wir Nazi B gespielt haben, auch Nazi A, habe ich nicht erlebt. Da war ich schon in Fribourg. Ich habe dann hier von weitem ein bisschen mitgekriegt, was cool abläuft mit den Problemen, mit den Trainern, mit den Ausländern, mit dem Präsidenten. Das war noch amüsant. Aber als lieber als Außenstehender miterlebt, als wahrscheinlich als Spieler von Chur. Ich habe natürlich schon einen grossen Teil meiner Jugend geprägt. Ich war mit 7, 8 jeden Tag auf dem Eis. Mit 10 konnten wir in den EHC eintreten. Und dann von 10 bis 22, wo ich weg bin, hat das mein Leben schon nachhaltig geprägt. Meine Freunde, die ich heute noch habe, Markus Mittier und Thomas Latzko, das sind Freundschaften, die jetzt seit 50 Jahren bestehen, darf man fast sagen. Und von den Spielern her, für mich ist immer der Fernand Leblanc so ein bisschen der Superstar von EHC Chur. Der ist also mir heute noch eine bleibende Erinnerung. Das war die Generation, in der die Ausländer noch viel, viel besser waren als die Schweizer Spieler. Heute sieht man ja nicht mehr so einen grossen Unterschied zwischen einem guten Schweizer und einem Ausländer. Aber damals hat er schon einen neuen Maßstab gesetzt, gerade hier bei uns beim EHC Chur.